Was war? Ah, da sind gleich mehrere Archons. Die müssen wir natürlich wegbomben. Heuda! Alter, gehen die ab! Alter Lan, ey. Drei Archons! Ich weiß, ich spreche sie nicht richtig aus, aber Digga! Du musst es nicht gleich übertreiben! Ich meine, das bringt uns doch allen nichts! Eieieiei, jetzt komm hier! Das ist mein Aufdecker-Team. In Anführungsstrichen. Hihihi. Ich bin stärker. Beziehungsweise ich bin eigentlich cleverer, nicht stärker. So sieht das aus. Ja, ja, mach nur. Soll er doch. Bevor er sich jedoch dort durchbohrt, bohrt er sich hier durch. Dann gehen wir mal weiter, Lucky Lucky machen. Hier müsste definitiv dann noch... Wieso wird das hier nicht verteidigt? Ich habe so eine böse Vorahnung. Ja gut, dann wird sie halt nicht verteidigt, diese Scheiße, aber... Mein Gott, was soll ich sagen, ne? Also, bringen wir mal die Soldiers mal hier rauf. Und... Ja... Was soll man schon hochjagen? Ich glaube Feinde. Ja, natürlich geht das. Was glaubst du denn? So, haben wir das jetzt auch frei. Man kann nie genug Forschung haben. Ach, die Minerals gehen zu Ende. Die haben wir noch ein paar. Wir müssen ja auch nur noch aushalten, bis das Ding fertig ist, ne? Also... Also geht das Ganze noch. Schießen Sie los! Aha. Unterwegs! Durchgeladen und entsichert. So, ich glaube, wir müssen da einfach bis dahin durchrushen und das passt dann. Hier komm ich. In dem Fall suchen wir... Wann geht's los? In dem Fall schicken wir mal die Panzer nicht vor. Ah, scheiß drauf, ehrlich. Sir, weitere Lufteinheiten im Anflug. Wir müssen sie ausschalten, sonst werfen sie immer mehr Truppen direkt über unseren Köpfen ab. Jim, um dir mal eins klar zu machen. Was gibt's? Die werfen keine Lufteinheiten ab. Ich hoffe, ein Panzer kann sich das Teil überhaupt holen. Ja, kann er, natürlich. Dann haben wir damit alle. Deine Mama. Ja, jetzt kommt. Du darfst nicht so rumheulen. Mal im Ernst. Über, denk dir mal so, du warst the last man standing. Oder so. Also, das ist auch eine Ehre, finde ich. Last man standing zu sein. Last man standing. Nachdem du den Panzer repariert hast, wirst du mir den anderen auch noch reppen.
Was haben wir dann? Archon oder was? Ja, ja. Ich hoffe, die kommen mir nicht irgendwann mit Kolossen an. Dann bauen wir hier nochmal. Und so, ne? Also, ihr wisst Bescheid, ne? Sowas hier. So. Sag mir, wo sie angegriffen wird. Wo? Sag mir das einmal. Alter, wenn ich dafür jetzt ständig abbrechen muss, dann breche ich echt. Weißt du, was Zeitverschwendung ist, mit euch zu quatschen, Jungs? Ach komm, nicht im Ernst. Das sind 3, 4, 5 mit WBF 6, aber ja, WBF zählt ja nicht. Ne, also hier, zack, 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 zack. Wir deffen hier. So, ihr geht da entlang, ihr geht da rein. Ich hätte auch geweint, wenn mein WBF da nicht reingepasst hätte. Ja, wie machen wir es jetzt? Bauen wir davor direkt noch eins. Geht da eins noch hin? Nee. Nö, da geht nichts mehr hin, da geht nichts mehr hin. Wir könnten natürlich auch expandieren und hier einfach rumbauen, aber das wäre mir ein bisschen zu blöd, um ehrlich zu sein. Deswegen... Ach komm. Ich habe sogar jetzt hier alles perfekt ausgebaut quasi. Ach komm, das habe ich jetzt keinen Bock drauf. Ich habe so viel Truppen hingebaut. Die werden es doch wohl irgendwie schaffen, die zu besiegen. Ah, ich kann sogar Level... Wo habe ich eine Waffenlager? Der Malbarriere durchbrochen. Der Laserbohrer schneidet sich nun durch den Kern. Sie wollen das Erbe der Götter besudeln. Ja, wollen wir. Wir haben sonst keine Hobbys, weißt du, Protoss. Und wir wollen einfach dein Erbe von deinen Göttern beschmutzen, indem wir drauf spritzen. Und da ich so viele Minerals habe, spritze ich gleich so viele Dinger raus. Das hast du noch nicht gesehen. So, und da haben wir auch noch so viele Gebäude. 142 können wir bauen. Ja, ja, reparier du mal, der Rest ist ja hart. Die kommen nicht durch, die werden niemals durchkommen. Oh, Kolosse sind natürlich eine andere Variante. Die müsste man vielleicht kurz, denen müsste man sich kurz entledigen. Digga, was ist das? Kannst du davor? Anscheinend ja nicht. Hat's der WBF geschafft? Ja, ja. Ah, okay. Ah, okay. So, Leute. Das war's, glaube ich, jetzt. Ich werde jetzt so aus Jux an der Freude 3 WBFs platzieren, die ständig rappen. Und das müsste jetzt gewesen sein für heute. Ich glaube, ich werde diese Folge aber auch splitten. Beziehungsweise sehe ich dann... Ich glaube, dass ich sie splitte, ja. Weil die mir persönlich zu lang ist. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Ihr seht es wahrscheinlich sowieso anders, aber... Deine Mutter ist ein Arschkriecher. Das ist der medizinische Notfall. Deine Mutter, die raucht 10 Packungen Marlboro am Tag und wundert sich, dass sie fett wird.
Ah, ich habe noch nicht mal geforscht. So lächerlich ist es. Ah, die Mineralien gehen auch den Bach runter, oder was? Ja, was soll ich sagen? Ich habe sonst keine Minerals mehr, außer ich erober mir welche von hier, aber ich habe ehrlich gesagt keinen Bock mehr. Erledigen wir das mit dem, was wir haben. Wenn's reicht, reicht's. Wenn nicht, nicht. Kann ich nicht helfen? Ja, Basti. Ja, was soll ich sagen? Mach einfach Koloss fertig. Eine weitere Welle von Lufteinheiten ist auf dem Weg zu Ihnen. Die Typen geben einfach nicht auf. Holt sie runter, Jungs. Die sollen mal nicht so rumheulen. Also, die können doch eh nichts. Ach, komm, was ist das schon? Die haben wir ja zerlegt. Da gab's keinen... Ja. Was soll ich sagen? Die haben kein Land gesehen. Ist der auch bald leer? Ja, der ist auch bald leer. Holen wir uns noch aus Spaß an der Freunde die Warpicks. Dann haben wir die auch noch gehabt. Das ist, nennt man ja heutzutage die Kavallerie. So langweilig. Ich schick mal die WBFs hier hinter und mach das. So, jetzt hat aber. Pass auf. Ja und? Wer braucht schon das Mineralienfeld? Er kann ich nicht bauen. Er kann ich nicht bauen. So. Verstanden. Verballern wir einfach was und bauen hier eine neue Bevölkerung auf, obwohl das gar nicht die Mission ist. Soll mir einer sagen, ich bin, ich weiß nicht, wie man mit Mineralien umgeht. Ich bin definitiv, begabt im Mineralien sparen und, ja, dann etwas in einer anderen Art und Weise ausgeben. Darin bin ich sehr geübt, wie Sie sehen können, meine Damen und Herren. Und dann bauen wir das Ding gleich alle kleiner und das war's. Das Ding ist gelaufen. Können da machen, was sie wollen. Der Koloss hat noch nicht mal das Ding erreicht. So. Die bauen einfach irgendwo, wo die gerade Bock haben. Die wissen ja ganz genau, die müssen hier noch eine ganze Generation erschaffen an Leuten. Ich habe jetzt eh schon mit den nächsten beiden 200... Ich glaube, ich habe für die nächsten 800 Soldaten gebaut. Ach, ihr habt auch noch Langeweile. Ja, das tut mir jetzt leid. Für euch habe ich jetzt leider nichts mehr außer Mineralien sammeln. Und ich bedanke mich jetzt schon mal fürs Zuschauen, Leute. Mir macht das Spaß, das Let's Play ist richtig geil. Richtig geil. Geil. Oh, sind die nächsten drei Gebäude schon wieder fertig. Bin gespannt, wie viele Gebäude schaffen die Leute. Richtig gespannt, aber ich glaube, es schaffen sie nicht mehr. Die schaffen nicht mehr viel. So, was kann man hier? Kann man gar nicht so erforschen. Verballern wir alles nochmal. Ich habe irgendwie Bock, alles nochmal rauszuballern. Kriege ich alles nochmal rausgeballert eigentlich? Nö, kriege ich gar nicht. Ich habe immer noch Überreste in allem. Ja, was soll ich sagen? Trollolol, oder? Meine Freunde. Trollolol. Trollo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 l
Ansonsten würde ich einfach sagen, wir hören uns, wenn es wieder heißt. Durchbruch des Eingangsbereiches steht bevor. Ja. Es ist unsere heilige Pflicht, diese Frevler aufzuhalten. Verbrennt sie zu Asche. Kannst du nicht einfach mal das Maul halten, bitte? Ich meine, dein Tor hat noch 1000 Leben. 1500, und wenn wir nett sind. Ich habe die ultimative Verteidigung im Prinzip. Deine Truppen, die kommen links nicht mal an mich ran. Ich bin eigentlich nur wegen einem verfickten Xel'Naga-Artefakt da, nicht wegen deiner scheiß Vorfahren. Und du stresst mir rum. Schau mal, ich meine jetzt 3, 2, 1 und jetzt ist kaputt. Für dieses Mal habt ihr obsiegt. Die Nachricht eures Sakrilegs wird sich wie ein Leuchtfeuer im gesamten Sektor verbreiten, Rainer. Der Tag der Abrechnung wird kommen. Deine Artefakte scheinen echt beliebt zu sein, Tarkas. Was interessiert uns das, solange die Bezahlung stimmt? Ja, ich würde schon sagen, von den Tal'Darim pulverisiert zu werden, ist verdammt schlecht fürs Geschäft. Ja, da hat er wohl recht. 20 Einheiten mit Laser habe ich nicht gemacht, scheiß drauf. Oh, halbe Stunde hat es jetzt gedauert, oder? Ganz schön hässlich, ne?